Hallo Leute, heute ist der 2.5.2020, der 2. Mai. Alte Person ja da. Wir haben die Nägel neu, drei Nägel von 10. Und meine zweite Alexa ist gekommen. Nur kann ich jetzt das Licht damit nicht mehr steuern. Ich weiß nicht, was da falsch läuft. Müssen wir morgen das mit der U-Bridge anschauen und das vielleicht neu eingeben und neu programmieren, damit das Licht wieder geht. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es nervt. Ich habe damit jetzt über eine Stunde rumgeschissen. Und ja. Mein Zimmer haben wir heute gestrichen, also wir, meine Eltern und mein Bruder. Und ich bin schon extrem müde und meine Augen wandern hin und her. Ich schiele extrem und mein Augenlid hängt. Daran merkt man, dass ich müde bin. Ja. Viel Neues gibt's nix, gibt's nicht. Ich habe halt lange geschlafen, bis um 11. Und dann um 1 ist Sonja gekommen. Und es war ein lustiger Tag. Und am Abend haben wir noch Alexa programmiert. Aber sie hört nicht. Zumindest was die Lichtbefehle angeht. Sonst hatten wir auch viel Spaß. Wir waren kurz draußen, obwohl es ziemlich kühl war. Und ich nur meinen Pyjama an hatte. Sonst war nicht viel los. Morgen wird mein Tisch aufgebaut. Mein Schminktisch. Hoffentlich und auch fertig gemacht. Und ich hoffe, das klappt morgen alles. Das freue ich mich schon irrsinnig. Morgen möchte ich auch wieder Kerstin kontaktieren. Auch wenn es Sonntag ist. Ja. Viel gibt es im Moment nicht zu erzählen, dass ich einfach nicht viel tut. Am Dienstag möchte ich mit Sonja meinen Schminktisch einräumen und ein bisschen Schminke aussortieren und mal schauen, was sich dabei ergibt und vielleicht zum DM fahren oder zum Müller und mal schauen. Morgen kommt, also am Montag kommt Claudia das erste Mal. Ich freue mich schon drauf. Bin aber irgendwie auch ein bisschen nervös. Aber ich glaube, das ist normal. Wie gesagt, sonst gibt's nicht viel Neues. Und das war wieder mein tägliches Video. Mir geht's relativ gut und außer dass ich extrem müde bin, geht's mir eigentlich relativ gut und ich muss auch nicht mehr so oft an den Hund denken, obwohl es mir noch immer weh tut. Meine Eltern sind ja total dagegen, wieder einen Chihuahua anzuschaffen. Ich hoffe, ich krieg sie noch überredet. Zumindest im nächsten Jahr. Also 2021. Und ich werde auch mit Christoph drüber reden. Ob er mit meinen Eltern reden kann und mit Kerstin. Und dann wird man sehen, aber ich werde nicht drauf beharren, weil
sehr doch anstrengenden Hund. Und wir haben schon einen großen und obwohl das nicht vergleichbar ist, aber ja. Na gut. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Liebe Grüße. Ciao. Eure Ines.